Ein symptomatisches Bild für den Fehlstart des BVB in die neue Champions League-Saison. Angeschlagen humpelt Mats Hummels aus der Kabine. Der Vorjahresfinalist unterlag im Auftaktspiel beim SSC Neapel mit 1:2. Ein Abend, an dem nicht viel zusammenlief. Erste Halbzeit war nicht gut, zweite Halbzeit war dann besser in Unterzahl. Okay, paar Chancen zugelassen, eins gemacht, Lattenschuss. An einem guten Tag können wir was mitnehmen. An einem Tag, an dem der Trainer auch seine Nerven im Griff hat, können wir was mitnehmen. Und dass weder das eine noch das andere war, haben wir verdient verloren. Eine Spielszene bestimmt die Diskussionen. Nach dem Führungstreffer der Italiener motzt Klopp gegen den vierten Offiziellen und wird auf die Tribüne verbannt. Der Grund seines Ärgers: Neven Subotic wird nach einer Behandlungspause in Klopps Augen zu spät zurück aufs Spielfeld gelassen. Neapels Stürmer Gonzalo Higuain nutzte die Unordnung und erzielte das 1:0. Der Anfang der Misere beim BVB. Ich habe mich beim Schiri und beim vierten Offiziellen bereits entschuldigt, bei der Mannschaft auch, weil ich glaube, dass die Emotion, die ich da reingebracht habe, in dem Moment aus einem von uns nicht gut geführten Spiel, dann ein sehr hektisches hat werden lassen. Als dann auch noch Mats Hummels verletzt ausgewechselt wird, ist das Chaos perfekt. Roman Weidenfeller sieht nach einem Handspiel außerhalb des Strafraums die rote Karte. Dortmund verteidigt in Unterzahl und bekommt das 0:2. Der Anschlusstreffer in der 87. Minute kommt zu spät. Für den BVB ist die Niederlage aber kein Grund zur Sorge. Keine Saison ist wie die andere und wir müssen einfach nur besser Fußball spielen. Das ist alles. Und müssen uns besser präsentieren und das gilt eben für alle. Und dann können wir auch in dieser Gruppe erfolgreich Fußball spielen. Deswegen war das für heute jetzt okay, dass wir verloren haben. Aber wir schenken deshalb jetzt nicht direkt ab und finden, dass wir irgendwas so schlecht gemacht haben, dass wir in der Gruppe nicht nochmal alles versuchen sollten. Wir haben Auswärtsspiel verloren. Mehr ist nicht passiert. Der BVB bleibt trotz des Fehlstarts optimistisch. Im Heimspiel gegen Olympique Marseille Anfang Oktober steht die Klopp-Elf nun aber unter Druck.